Der 19. Dezember 2016. Willkommen zum Retrobasis Adventskalender. Dieses Jahr ist das Thema C64 und heute öffnen wir das 19. Türchen. Dahinter verbirgt sich Nemesis, bekannt in den USA unter Gradius. Commander, Sie sind die letzte Hoffnung der friedfertigen Bewohner des Planeten Nemesis, der auch unter dem Namen Gradius bekannt ist. Wenn Sie diese Zeilen lesen, hat Ihr Raumschiff bereits die Stratosphäre passiert. Nun ist es Ihr Auftrag, es mit den feindlichen Raumschiffen einer Rasse namens Bakterions aufzunehmen. Ausgestattet sind Sie mit einem Hyperraumjäger, der über entsprechende Modifikationen verfügt, um Luft-Bodenangriffe zu fliegen, Doppelstrahlen und Laserkanonen zu verwenden und leistungsstarke Kraftfelder als Schutz aufzubauen. Seien Sie erfolgreich und erreichen Sie das Xeros Super Fortress, den Standort des allwissenden Bakterion-Biocomputers. Versagen bedeutet Ihren und unseren sicheren Tod. Viel Glück, Commander! Ja, 1985 für den Arcade erschienen, 86 von Konami und 91 für den Game Boy und für die PC Engine umgesetzt. Die Game Boy und die PC Engine Version werde ich auch zeigen hier auf meinem Kanal oder hab's mittlerweile gezeigt, je nachdem, wann die anderen Videos herauskommen. Ja, Nemesis, neben R-Type, Galaga gehört halt Nemesis bzw. Gradius zu den erfolgreichsten Shoot'em-Ups in den 80er Jahren. Und ich habe gerade hier Probleme, diese Welle zu erledigen. So kann ich keine Specials sammeln. Das ist ziemlich doof. Jetzt habe ich eine gesammelt. Sehr gut. Ah, Speed Up. Hervorragend. Dann bin ich ein bisschen schneller. Kann ich auch schneller schießen? Ja, nicht so unbedingt. Nee. Boah, jetzt kommen noch die Feindschiffe. Die schießen. Naja. So, wie gesagt, es gibt extra Waffeln, die hätte ich gerne, eine Waffel. Es gibt extra Waffen zum... Ach, schon wieder Speed Up, haben wir doch schon. Nein, verdammt. Oh, schön, wir stürzen ab, wir explodieren nicht einfach. Boah, die sind echt schwer, die Wellen hier. Die waren auf dem Gameboy ein bisschen einfacher. Speed Up. Die Specials aktiviert man übrigens mit der Shift-Taste. Das ist ganz hervorragend, wenn man mit Tastatur spielt, in Emulator. Wenn man mit Joystick spielt, ist das ziemlich doof. Ja, schon wieder Speed-Up. Ich brauche mal hier ein paar Missiles. Was war das? Oh, das war anscheinend... Boah, die muss ich mal loskriegen hier. Jawohl, jetzt habe ich mal so einen Boden-Luft-Raketen. Kann ich hier nochmal aktivieren? Oh, jetzt kann ich das sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein! Verdammt, was war denn das? Was war denn das? Oh, ich fange wieder von vorne an. Na gut, Speed Up haben wir. Nichts getroffen, hervorragend. Ja, wie gesagt, es gibt extra Waffen zum Aufsammeln. Hier diese Punkte, die kann man dann mit Shift aktivieren. So. Jawoll. So muss es laufen. Ich würde aber jetzt ganz gerne mal meine Boden-Luft-Raketen haben. Nee, immer noch Speed Up. Boah, die sind echt doof, diese Raketen. Diese Raketen von den feindlichen Gegnern, weil die scheinen sich immer nach meinem Fahr... Jawoll, jetzt haben wir es. Ah, jetzt haben wir... Oh, okay. Geht andersrum. Verdammt. Oh, schon Game Over. Das ging aber verdammt schnell. Ja, wie gesagt, wir können unser Raumschiff mit Geschwindigkeit, mit Boden- bzw. Luftraketen ausstatten. Wir können auch diese blauen Energiepunkte einsammeln, die ich eben in der ersten Runde eingesammelt habe. Damit... So, jetzt ist unser Schiff ein bisschen schneller. Damit können wir alle Gegner hier auf dem Bildschirm erledigen. Ja, das gibt's nicht. Ich kriege keine Welle hier ordentlich erledigt. Dawoll. Jawohl, nochmal Speed Up. Das hatten wir ja schon mehrmals. Jetzt kommen wieder die gegnerischen Schiffe. Die sind ja verdammt schwer hier.
So. So, das sammeln wir mal gerade ein. Ach, immer noch. Ich hätte ganz gern die Raketen, bitte. Einmal die Raketen, bitte, für Tisch 7. Für Raumschiff 7. Ja, siehst du, jetzt kommt nicht dieser blöde Spacko hier. Jetzt haben wir sie. Sehr schön. Jetzt ist der da oben. Ich weiß nicht genau, was das eben bewirkte. Und ich frage mich gerade, warum... Oh, das habe ich nicht drauf geachtet. Verdammt. Ich war so sehr beschäftigt. Och nee, komm. Jetzt fangen wir wieder von vorne an. Das ist ja blöd. Ja, voll erwischt. Da war die Gier nach dem Upgrade wieder höher als mein Können. Ja, das war wieder hervorragend geshootet. Das ist wieder so eine blaue Energiekapsel. So, warten. Jawoll. Speed up nehmen wir uns. Ja, die sind echt zu schnell. Aber die Gameboy-Variante echt ein bisschen schöner. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum jetzt das Speed up da wieder so komisch... Nein! Oh nein! Game over! Nemesis am 19. Dezember 2016 hier im Adventskalender von Perudor. Ich danke fürs Zugucken und sehen uns hoffentlich morgen wieder beim 20. Türchen. Bis dahin, frohes Schaffen und dranbleiben. Bis dann, tschüss.